Yo, liebe Malonzo-Gang, heute reagieren wir auf böse Onkels, falsche Propheten, Neuaufnahme. Ich freue mich auf das Ganze, weil es ein geiler Track ist und vor allem, weil wir es schon live im Stream hatten. In dem Sinne würde ich sagen, geben wir uns das Ganze, lasst dem Video gerne ein Like da, kommentiert das Video gerne und ich würde sagen, wir starten rein. So, liebe Leute, ich würde sagen, wir starten rein. Ich bin immer noch ein bisschen verschnupft, kann man hören. Aber ich hoffe, das macht euch natürlich nichts aus. So, ich bin gespannt. Falsche Propheten, Neuaufnahme. Ey. Direkt ungewohnt. Es ist direkt ungewohnt, wieder mit euch zu reagieren. Aber das macht das Ganze auch aus. Deswegen, ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich. Sound natürlich ganz laut machen. Müsste auch schon wieder ein bisschen älter sein. Solltet ihr auch machen, Leute. Aber man muss sagen, Kevins Stimme, die noch ein bisschen frischer war. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wann die Neuaufnahme entstanden ist. Aber ich vermute mal einfach jetzt, das war 2004 oder 2005. Also kurz vor dem Ende würde ich sagen. Wurde das Ganze aufgenommen, aber wie schon gesagt, ihr könnt mich ja korrigieren in den Kommentaren. Na, also die Neuaufnahme klingt noch nicht so alt, aber ne, man hört halt die alte Kevin-Stimme raus. Ne? Also viel höher von der Stimme her und ja, das hört man einfach raus. Das hört man sofort raus. Aber stark. Echt. Ich hab's vermisst. Ich hab's richtig vermisst. Zu dem Thema gab es ja auch so ein bisschen Witz in der Community oder im Livestream, könnt ihr euch wahrscheinlich dran erinnern. Backwaren haben halt viele gedacht, dass halt Backwaren damit gemeint sind, aber es heißt Backwaren. Deswegen, nee, fand ich ganz lustig im Stream, deswegen, jo, auf jeden Fall. Darf man nicht verwechseln. Ist ein bisschen gemein, aber ist halt so. Gefällt mir die Neuaufnahme. Rockig. Ja. Solo, liebe Leute. Auch zum Song an sich schon, ne? Instrumental, so oder so, wieder. Erste Sahne. Kannst du nicht zu sagen. Total gute Neuaufnahme. Gefällt mir. Instrumental frisch. Stimme frisch. Gefällt mir. Astrein. Wirklich. Mehr kann man dazu nicht sagen. Yo. Live vor allem. Live auch. Richtig gut. Kommt dem Ganzen sehr nah, auf jeden Fall. Ja.
glaube, liebe Leute, wir müssen die ganze Neuaufnahme, also das ganze Album nochmal hören. Schreibt es gerne in die Kommentare. Vielleicht sollen wir es neu hören. Und ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Starkes Lied. Kann man nicht sagen. Ganz egal, wie er auch heißt, jeder Gott hat seinen Preis. Ich geb meinem Leben einen Sinn und geb mich ganz den Onkel Sam die Zähne Bote. Sollten alle Leute tun, die vielleicht noch nicht so die großen Onkels-Fans sind, gebt euch die Musik, gebt euch die Musik. Gebt dem Ganzen einfach mal so ein gewisses Ohr und ihr werdet merken, dass halt euer Leben oder allgemein sich halt in den Liedern widerspiegelt. Also auf jeden Fall, stimmt. Versucht das einfach mal, wirklich. Top Worte. Jo, geht ab. Geiles Ding. Geile Neuaufnahme. So, liebe Leute, das war Böse Onkels Falsche Propheten Neuaufnahme. Wie findet ihr das Ganze? Schreibt's gerne in die Kommentare. Ich fand die Neuaufnahme auf jeden Fall richtig gut und ich lasse euch einfach mal in den Kommentaren abstimmen, ob wir uns das ganze Album mal geben sollen. Und falls ihr noch Ideen habt, die ich auf jeden Fall mal abchecken soll, dann schreibt sie unbedingt in die Kommentare. Ich bin gespannt, ich lese jeden Kommentar, das wisst ihr ja. Und auch auf neue Songs bin ich gespannt. Hoffentlich sehen wir irgendwann nochmal ein neues Onkels-Album. Dann werde ich darauf auf jeden Fall auch nochmal reagieren. Bin ich gespannt, freue ich mich drauf. In dem Sinne, liebe Leute, falls du jetzt noch gerne eine andere Reaction sehen willst, oben beim i, kannst du gerne nochmal reingucken. Dort gibt es noch andere Reactions. Oder jetzt hier bei den Videos, die ich hier einblende. Schau dir gerne was an. Und in dem Sinne, liebe Leute, wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und einen positiven Tag.